Herzlich willkommen, Frau Korvers, zum Bluedoor Partners Executive Talk. Schön, dass Sie heute hier bei uns sind. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier sein zu können. Liebe Frau Korvers, in Ihrer aktuellen Rolle als Geschäftsführerin der CombiRail haben Sie ja viel Führungserfahrung auch in Ihren Rollen vorher schon sammeln können. Was waren denn in Ihrer Karriere so High-Point-Momente der Führung? Ja, tatsächlich waren das sehr oft die Change-Prozesse, also Menschen mitnehmen in Veränderungen, gerade wenn es darum geht, dass sich in der Ausrichtung des Unternehmens oder auch in den Strukturen was verändern muss. Aber auch, wenn man eine Vision mit den Mitarbeitern diskutiert und schaut, dass man eben die Nachricht, die Botschaft auch ankommt und man die Leute mitnimmt. Das klingt sehr spannend. Da würde ich gleich mit Ihnen nochmal tiefer eintauchen. Aus der eigenen Erfahrung heraus gibt es natürlich nicht nur solche schönen Momente, sondern auch als Führungskraft reflektiert man ja manchmal und sagt, Mensch, wenn ich nochmal in so einer Situation wäre, würde ich vielleicht hier oder da anders reagieren. Gab es auch solche Momente bei Ihnen? Ja, ich glaube, ganz besonders hat mich geprägt und hat mir auch meine Herangehensweise für die Zukunft verändert, dass ich nicht mehr so viel vorgebe. Also ich stelle nicht Thesen und schon gleich die Lösung in den Raum und sage, so würde ich es eigentlich machen. Und alle folgen dann irgendwie vielleicht auch zwangsläufig diesem Thema, sondern ich stelle wirklich auch Fragen und lasse die Leute auch mal mit ihren Ideen kommen und komme dabei natürlich auch auf ganz andere Aspekte. Und das mache ich heute anders. Und da habe ich früher, glaube ich, sehr viel auch Vorgaben gemacht und die Leute dann auch ein bisschen zu sehr eingeschränkt in dem, was sie vielleicht an eigenen Ideen einbringen können. Das klingt sehr spannend und passt auch ideal zu meinen Erfahrungen, die ich aus Veränderungsprojekten gesammelt habe. Auch ich bin davon überzeugt, dass eine grundlegende Kompetenz moderner Führungskräfte ist, Fragen zu stellen und weniger Antworten zu geben. Das deckt sich ideal. Wenn Sie jetzt an Ihre Veränderungsprozesse zurückdenken, was war da für den Erfolg der Transformation ausschlaggebend? Wie sind Sie vorgegangen? Im Beginn von solchen Prozessen sehr stark die Nähe zu den Menschen, die betroffen sind, suchen. Also wirklich die Basis ansprechen, verstehen, wie geht's denen dabei? Und auch heute noch in meiner heutigen Position, als ich dort in dieses Unternehmen eingetreten bin und auch Unsicherheit bestand mit den Rollenverteilungen in der zukünftigen Geschäftsführung, da bin ich auch auf die Menschen zugegangen, habe sie gefragt, was sie denn, wie sie es denn sehen, was sie denn als die wichtigen Punkte sehen und auch noch mal ein bisschen die Dinge erklärt und mich Fragen gestellt. Und das habe ich immer wieder getan und das halte ich auch für ganz wichtig, dass man einfach die Mitarbeiter, also wirklich auch die Basis aller Leute mitnimmt und informiert und also auch das Gespräch sucht, den Austausch sucht, um auch zu hören, was treibt die Leute eigentlich um. Frau Korvers, wie sind Sie in Ihrer Rolle als Führungskraft mit Widerständen, Befürchtungen, Ängsten umgegangen, die ja die skizzierten Prozesse ausgelöst haben? Und wie ist es Ihnen gelungen, die Mitarbeitenden für Ihr Vorhaben zu gewinnen? Was mir immer sehr geholfen hat, war, dass ich mich auf die Gegenüber sehr gut einstellen konnte. Also ich habe auf verschiedensten Ebenen, wo auch mitunter eine andere Gesprächsführung notwendig ist, es oft geschafft, den Ton zu treffen. Und es ist nun mal so, dass man mit einem Kollegen, der draußen im Betrieb jeden Tag bei Wind und Wetter seinen Job macht, auch mal anders und Klartext reden muss, als das vielleicht in der Geschäftsbeziehung, die etwas weiter in einer anderen Hierarchieebene angesiedelt ist oder vielleicht sogar in der Vertriebsstruktur erforderlich ist, als man das da tut. Aber wichtig ist, glaube ich, immer auch zu sehen, mit wem habe ich es zu tun, was treibt den gerade um. Und dann kommt man da auch sehr gut ins Gespräch und dann schafft man auch den Zugang zu bekommen. Neueste Studien belegen ja auch, dass Frauen, gerade wenn es um die Initiierung von Veränderungsprozessen geht und auch das Zugehen auf betroffene Mitarbeiter, doch deutlich im Vorteil sind. Sind Sie als Frau im Umgang mit Veränderungsprozessen feinfühliger vorgegangen als Ihre männlichen Kollegen? Also ich glaube schon, dass es den Frauen eigen ist, eine gewisse Empathie wiederzuspiegeln. Das heißt nicht, dass die Männer sie nicht haben, aber man nimmt es den Frauen vielleicht in vielen Fällen eher ab, weil auch so von der Herangehensweise, von der Stimmlage das vielleicht auch anders rüberkommt. Aber am Ende ist es natürlich immer auch der Typus Mensch, der entscheidet. Jeder ist ja anders in seiner Rolle.
Aber Frauen haben da schon gewisse Vorteile. Und ich will es jetzt nicht in eine mütterliche Thematik reinziehen, das wäre zu viel, aber es ist schon so, dass man auch gerade von jüngeren Mitarbeitern da etwas anders angesehen wird, das stimmt schon. Liebe Frau Korwas, basierend auf Ihren Erfahrungen, was sind denn so zum Schluss unseres Gespräches so die 3, 4 Empfehlungen und Tipps, die Sie gerne unseren Zuhörern und Zuschauern im Umgang mit Veränderungen mitgeben möchten? Also egal ob männlich oder weiblich, immer authentisch bleiben, immer so sein, wie man ist. Das merken Menschen sofort, wenn man irgendwie versucht, ein falsches Bild abzugeben im Sinne von, ich schotte mich jetzt da so ein bisschen ab oder auch andere Dinge. Jeder hat da ja so seine Umgangsweise damit. Zweitens auf die Leute zugehen, mit den Leuten Dinge tun und nicht separieren. Und zuletzt natürlich auch immer auf Veränderungen nicht mit Angst reagieren, sondern einfach offen sein dafür und auch mal Dinge, die man sich vielleicht von der Zeit noch gar nicht vorstellen kann, doch mal ausprobieren. Vielen Dank, Frau Korwas. Es war ein spannendes Gespräch. Danke, dass Sie heute hier bei uns waren und alles Gute. Ja, Ihnen auch und vielen Dank für die Zeit.